Oh mein Gott, habt ihr den Skill-Move gesehen? Boah, mein Gott, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott! Anjas Training. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Anjas Training mit einem neuen Skin und alles ist ein bisschen neu. Ich wollte euch erstmal den Skin vorstellen, bevor ich jetzt anfange zu labern. Und zwar habe ich den ein bisschen überarbeitet, zur 1.8-Version angepasst, mit dem Alex-Skin. Ich werde mit Schneebällen beworfen, das ist natürlich ein gutes Zeichen. Mein Skin scheint sehr gut anzukommen. Und ja, ich habe jetzt einen Pulli an. Das ist jetzt kein T-Shirt mehr, weil ich anhab, sondern ein Pulli mit auch so einer Kapuze, wie man sieht hinten. Richtig standardmäßig, richtiger Dubstep-YouTuber. Und ja, hab die Hautfarbe ein bisschen heller gemacht, weil in meinem Kopf der Anjoskin eigentlich ein bisschen hellere Hautfarbe hatte als vorher. Die war nämlich vorher sehr gelb. Hört sich jetzt ein bisschen rassistisch an, aber ist es nicht. Die war halt ein bisschen gelb und jetzt ist die halt, ja, mehr, weiß ich nicht, heller. Und ja, ich finde die Hose im Endeffekt noch ein bisschen blöd, weil das aussieht, als wäre einfach irgendwann um die Beine rumgebunden. Weil der Gürtel halt da so eng ist, aber naja, ist halt in echt eigentlich auch so. Man kann auch unter mein T-Shirt drunter sehen, wenn man guckt. Das ist ein weißes T-Shirt drunter, oder unter meinem Pulli besser gesagt. Und ja, sieht man auch hier in dem Ausschnitt, kann man so nennen, Kragen, keine Ahnung. Und ja, ich möchte jetzt wieder eine Anjos Let's Plalis Palipali Runde machen. Das war wieder sehr toll formuliert. Eine Anjos Trainingrunde. Hab eben schon eine aufgenommen, hab dann aber bemerkt, dass ich nicht aufgenommen habe, weil ich vergessen habe, den Knopf zu drücken. Das war natürlich ultra gut. Habe ich mir erstmal gedacht, ja geil. Hast du wieder toll gemacht. Und deswegen muss ich jetzt alles nochmal erzählen, was ich erzählt habe. Ich möchte hier die paar Runden jetzt aufnehmen, um euch nochmal aufmerksam drauf zu machen, dass ihr. Was denn für ein Krüppelskin? Ein Gesicht gekackt, dass ihr gerne wieder Ask Anjo Fragen hier unter diese Anjos Trainings Parts stellen könnt. Die werde ich dann wieder beantworten. Also einfach irgendwelche Fragen, wer nicht weiß, wer funktioniert, wer neu ist oder so. Stellt einfach irgendwelche Fragen und schreibt dabei, also in die Kommentare und schreibt dabei Hashtag Ask Anjo, also das A von jeweils beiden Dingern groß, Ask Anjo, aber zusammen. Und dann kann ich eure Fragen beantworten. Ja, ihr könnt fragen, was ihr wollt, keine Ahnung, und je nachdem, ob ihr dann drankommt oder nicht, werdet ihr sehen. Ich werde keine Fragen oft doppelt beantworten, aber da das jetzt schon mal wieder ein bisschen her ist, beantworte ich auch gerne, ja, vielleicht nochmal was doppelt, dort vor kurzem erst dran kam. Aber das ist vor kurzem, ist jetzt schon wieder saulang her, die letzten Anjos Trainingspart kamen. Parts. Und wir spielen GTA San Andreas, wo ich immer sterbe, recht am Anfang, wird lustig. Ich spiele auch wieder auf dem Rennschnitzel-Server, denn das habe ich auch beim letzten Part, den ich auszusehen ja nicht aufgenommen habe, schon erklärt, ich habe ja jetzt zwar 10.000 Abonnenten, aber keinen YouTuber-Rang, also keinen Premium-Rang. Auf dem Gommel-Server oder was weiß ich wo. Und, ach, geil. Ich werde auch sehr vermutlich keinen kriegen, würde ich einfach mal davon ausgehen, weil ich halt zwar 10.000 Abonnenten habe, aber eigentlich wiederum auch nicht. Ich meine, ich habe die Zahl da stehen, aber ihr seht ja deutlich, dass das eben, ja, so eigentlich nicht stimmt, weil ich halt die meisten Zuschauer, die sind halt inaktiv. Ja, zieh doch den Helm an. Und, ich finde das geil, wie der Typ da jetzt einfach so kackendreist an mir vorbeigerannt ist, obwohl ich eine Waffe hatte. Und jetzt hier das übersehen hat. Richtig dumm. Und ja, deswegen kommt das, glaube ich, nicht gerade so gut rüber, wenn ich jetzt mich da bewerben würde. So, hey, möchten Sie hier, Dings, mir einen YouTuber angeben, obwohl ich auch nie Minecraft hochlade. Wird das also, glaube ich, nicht klappen. Und deswegen probiere ich gar nicht erst. Naja, man braucht dafür halt eine monatliche Zuschauerzahl. Und die habe ich zwar. Also die hätte ich eigentlich erfüllt. Aber das sind halt alles Minecraft-Videos, die diese Zahlen, ja, hervorbringen. Und deswegen, naja, wie gesagt, werde ich wohl eher keinen Premium-Rang bekommen. Und, naja, finde ich ein bisschen schade, denn der einzige Grund, warum ich gerne einen Premium-Rang hätte, ist, dass ich überhaupt mal auf dem Gommel-Server spielen kann, weil da komme ich nicht drauf tagsüber. Nachts kann ich nicht aufnehmen, weil, naja, hier sind Leute, die schlafen wollen und die möchte ich auch gerne schlafen lassen. Und ich habe ein Eisenschwert, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Cool. Und, ja, deswegen gibt es für mich eigentlich keine Möglichkeit, auf dem Gommel-Server zu spielen, sondern sind irgendwie mal, weiß ich nicht, mir ist gerade nichts eingefallen, ich wollte gerade irgendwie sowas wie Ferien, ne? Nur das Gegenteil, dass alle in der Schule sind und alle weg sind. Das Problem ist nur, selbst zur Schulzeit rum, ist der Server immer voll. Oh naja, was soll man da machen? Ich könnte zwar dann auch drauf joinen, ich habe das auch einmal geschafft kurz, bin dann aber direkt wieder die ganze Zeit aus den ganzen Spielen, denen ich beigetreten bin, rausgeflogen, weil, naja, die sich halt gedacht haben, wir kicken ihn raus, weil der hat keinen Premium-Rang. Also da kann man nicht drauf spielen, wenn man, naja, keinen Premium-Rang hat. Hier haben wir ein bisschen Erfahrung, das finde ich gut, aber ich habe richtig Angst, weil ich habe keinen Kompass oder sowas. Oh. Und naja, auf anderen Servern, ich weiß nicht, da komme ich immer so durcheinander, wenn ich auf anderen Servern spiele. Ich hätte gerne nur ein oder zwei Server, auf denen ich regelmäßig spiele. Weil so viele verschiedene Regeln oder weiß ich nicht, ja, Spiele, die da gibt, will ich nicht durcheinander kommen.
Deswegen suche ich mir ja nicht so viele Server raus. Ja, das war, glaube ich, jetzt eigentlich das, weil ich im letzten Part alles erwähnt hatte. Zusammengefasst. Warum kriege ich eigentlich keinen Hunger? Das ist hier eine Runde ohne Hunger, oder was? Und ja, wollte ich euch nur wissen lassen. Hallo. Komme ich da jetzt nicht mehr durch? Wäre ziemlich dumm. Ist hier nur Scheiße? Okay, geil. Ist echt nur Scheiße? Hier ist ein Kamin. Kann ich da rein? Nö, ne? Nope. Schade, was ist das für ein Schild? Ich kenne leider auch GTA San Andreas nicht. Also ich kenne das schon, aber ich habe das nie gespielt oder kenne die Map halt nicht. Deswegen, ja, weiß ich nicht, wo hier irgendwie geheime Kisten oder sowas sein könnten oder allgemein. Das ist ein Gegnatz. Warte, was dingst sich gerade überhaupt? Ich glaube nicht, ne? Kommt er wieder raus, dann greife ich den so Meuschelmordmäßig von oben an. Holy shit, was mache ich hier für eine Kacke? Ah, da ist irgendein anderer Spacko. Ja, jetzt sieht man meinen Arsch hier doch hängen. Okay. Yes, ich habe ihn getötet. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. Oh Gott, der kommt jetzt, der andere Typ da bestimmt. Ich bin richtig hart gemeuschelmördert, habt ihr gesehen? Schnell alles anziehen, was ich hier hab für eine Scheiße, so. Okay, gut. Ja, toll. Wir haben ein paar Sachen, haben außersehen was fallen gelassen. Außersehen schon wieder, einen Quadergang auszusehen. Der Typ konstant und der, cool. Okay, Essen. Ich hab einen Goldapfel. Sollte ich mir merken. Boah, krass, das war jetzt echt eine gute Aktion, ey. Bin fast schon stolz auf mich, muss ich sagen. TNT, ich hab keine Ahnung, wie der funktioniert. Kann ich hier mal ausprobieren, aber irgendwie habe ich Angst. So. Okay. Okay, da kommt der Typ da jetzt. Der kommt. Hi, tschüss. Ist mal abgehauen. Wenn er mir jetzt hinterher gejumpt wäre, dann hätte ich mich erstmal hochteleportiert. Kommt der jetzt? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Oh, geil, ein Auto. Kann ich da rein? Nö. Da hängt eine Kiste am Arsch von dem Auto. Okay, ich weiß, kann mich sehr gut ausdrücken. Goldene Karotte. Diese goldenen Karotten. Oh nee, hier kommt Jesus. Warum sage ich das schon wieder? Hi! Möchtest du ein TNT? Oh shit. Soll ich jetzt den Goldapfel essen oder? Oh mein Gott, habt ihr den Skill-Move gesehen? Boah, mein Gott, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott! Wupp, 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 wupp! Okay. Oh, schön. Danke. Ich fühle mich auf dem Server immer so gut, weil hier meistens so ultra die Pros draus sind. Oh, ne Diamant-Axe. Ich habe ein Eisenschwert. Der hat nicht damit gerechnet, dass ich ein Eisenschwert habe. Dann habe ich den voll so BM weggefetzt, ey. Richtig geil. Hier, okay. It's PvP, Hannes oder so. Ach, nicht, oder nicht? Oh. Alter, er wird immer besser. So. Guckt euch meine Rüstung an. Guckt euch das Rüstung an. Ich stelle mich mal kurz wie so ein Spasti hier oben drauf. Kack mal meine Sachen hier runter. Ich weiß, ich kann mich, wie gesagt, immer noch sehr gut ausdrücken. So. So, so, so. Goldene Karotte. So. Okay. Ich hatte nur zwei Pfeile, ne? Ja, das lohnt sich irgendwie so nicht. Kekse habe ich keinen Bock drauf. Die schmecken scheiße. Eigentlich schmecken Kekse voll geil. Aber die geben zu wenig Hunger. Oder wird es ich? Sattheit. Ja, komm. Egal. So. Ja, jetzt ist Itz Möhre getötet worden. Alter, das ist, glaube ich, hier so ein Clan. Die ganzen Itzes, ey. Ist da unten irgendeine Scheiße? Das sieht saugeil aus. Warum ist das also Sandstein? Da ist eine Höhle. Will ich rein? Ah! Oh Gott. Ich hab nicht gewusst, dass das so tief ist. Okay, hat ein bisschen wehgetan, aber geht. Nur einen Fuß ab. So, da will ich unbedingt rein, weil ich will die Welt hier ein bisschen erkunden. Ist scheißegal, ob ich jetzt zu ultra stark und OP bin und Leute töten kann. Denn ich gehe rein und erlebe Abenteuer in der Welt von Minecraft. Warum sind hier Goldblöcke? Was für ein Scheiß. Ah. Lel. So. Ich will nichts sagen, aber der TNT hat mir beim letzten Mal, ich glaube, echt gut geholfen. Deswegen. Ja, nutze ich das jetzt einfach nochmal. Oh, geh doch mal weg, du Scheiß Spinnenkacke. So. Obwohl ein Spinnnetz auch richtig gut ist, ne? Aber ich habe keinen. Ich könnte so eine Kombi probieren mit einem Spinnennetz und dann dem Dings. Ah ja, egal, komm, wir probieren einfach mal. Ich könnte dann so machen, so bam und dann so bam und dann erstmal vorbei scrollen und richtig failen. Schaut dann in einer Minute. Okay, wie viele Leute sind denn noch hier drin? Oh Gott, der Itz-Clan ist da, der Itz-Clan. Warum sind so viele Itz, Leute? Ist dieser Itz-Möhre nicht getötet worden oder hat der jemanden getötet? Ich glaube, der hat jemanden getötet, sonst wird er jetzt nicht angezeigt dann. Schaut dann 50 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Aber Teams sind verboten, deswegen hoffe ich mal, die jetzt kein Team sind, weil das wäre sonst verboten. Ich habe da jetzt Aufnahme, dann kann ich die töten. Ha, 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 ha. Übrigens, dieser eine Typ,
der, wisst ihr noch, bei dem einen Anios Training Part, wo so ein Typ war, der so richtig eklig gehackt hat, bei dem PvP von hier Dings, dem Aura PvP Modus, der ist, glaube ich, gebannt worden. Das ist toll, da haben wir was erreicht, da war ich stolz. Ach, das ist nur eine scheiß Piste, oder? Ja, ja, da war ich stolz. Hier ist noch eine Kiste. Ich würde sagen, ich kacke jetzt mal kurz alles weg, was ich nicht mehr brauche, so. Wir können aber trotzdem zwei Pfeile nutzen, würde ich einfach mal behaupten. So. Okay. Oh, ich hasse Welt. Okay, das war wieder ein tolles Zitat von eurem Dichter, Anjulets Pall. Der Dichtermeister, der Denker. Lost Island. Ach stimmt, Lost Island hatten wir schon lange mehr. Okay, das ist jetzt eigentlich wieder die erste Runde, aber bei letzten Runde hatte ich auch kein Lost Island. Get auf Mikar. Okay, gut gemacht. Tschüss. Wohl, warum soll ich den wegwerfen? Ich hab ein Dings. Ah, da hat der Ofenbogen. Ich hab hier wieder so Dubstep-YouTuber-Moment gemacht, ey. Oh, tschüss. Hör auf, halt die Schnauze, ey, du dummer Spasti. Oh Mann, das war blöd. Ich hab verloren. Okay, das war perfekt. Also, anderes Skill. Soll ich noch eine Runde dranhängen? Nee, komm, ich muss jetzt immer so 8000 Jahre Runde machen. Das hier ist auch eh mehr so eine komische... Ups, ich hab irgendwo draufgeklickt. Ich hab mich verschluckt. Irgend so eine... Naja, ich erkläre, dass ihr nochmal an Jörs... Ask an eure Fragen stellen könnt. Runde. Gibt das Sinn? Ich glaube schon. Was zur Hölle? Okay, interessant. Ja, bis zum nächsten Part, den das so werden. Und ja, wie gesagt, stellt eure Fragen mit dem Hashtag Ask an Jörs. Und hier sind meine tollen Stats. Da sieht man, wie scheiße ich bin. Ne, warte mal, sind gerade meine Stats da hinten. Bis dann!